Junge, geht der ab, du. Ich darf hier nur 60 fahren, ne, oder? Krone TV beginnt heute mit einer neuen kleinen Reihe, die da heißt Vorsicht auf der Straße, Harald testet Zugmaschinen. Ja, wobei Testen sicherlich etwas zu dick aufgetragen ist, aber wir möchten euch sehr gerne einige Fahreindrücke vermitteln. Und wir beginnen heute elektrisch, und zwar mit dem Iveco S-E-Way, vormals Nikola, dem man üppige 1069 PS implantiert hat. Und somit kommt man garantiert niemals in ein Leistungsdefizit. Zu Beginn der Fahrt hat es mich ein wenig verwundert. Einen Schlüssel braucht man nicht. Man braucht ihn zum Öffnen der Türen. Aber ansonsten gebt ihr einen mehrstelligen Code ein und das Fahrzeug wird startbereit. Den Code gebt ihr im Übrigen auf einem wirklich sehr großzügig dimensionierten Display ein. Tendenziell so groß wie der Fernseher in meinem WG-Zimmer. Die installierte Batterieleistung beträgt exakt 738 Kilowattstunden, davon nutzbar 550, woraus eine Reichweite von rund 500 Kilometern resultiert. Rechts am Lenkrad der sechsstufige Rekuperationshebel, mit dem ein sehr elegantes und intuitives One-Pedal-Drive möglich ist. Also sobald ich runter vom Gas gehe, bremst das schön ein, merklich, aber schön dosiert. Man kommt niemals in eine brenzlige Situation. Also ich fahre das jetzt auf die ersten Meter hier und dieses One-Pedal-Drive hat sich mir sofort erschlossen, respektive meinem rechten Fuß. Kurzes Stichwort zu Rekuperation. Es ist eine Energierückgewinnung. Der Elektromotor, der normalerweise den Zug antreibt, wird dann zum Generator und erzeugt beim Bremsen oder durch Bremsen Strom. Und Rekuperation ist nicht nur Energierückgewinnung, sondern gleichzeitig verschleißfreies Bremsen. Geräumiges Fahrerhaus, bequemes Bett, darunter ein Kühlschrank, kommt man auch gut dran. Während der Fahrt kann man den nur halb ausziehen, dann wird nur der Flaschenhalter frei. Du kriegst also immer guten Zugriff zu deinem Getränk und es ist immer super gekühlt. Also, kurzes Fazit. Das Fahrzeug läuft sehr ruhig, elektrisch, klar. Für mich als Rookie sehr intuitiv bedienbar, Stichwort One-Pedal-Drive. Und nochmal Resümee zur Leistungsentfaltung, sagenhaft. So, aber ne, wer Leistung abruft, muss auch mal wieder Leistung respektive ein paar Kilowattstunden laden. Wir fahren jetzt auf den Betriebshof und stellen uns an eine der 10 Ladesäulen. So, der Iveco wird jetzt mit frischen Elektronen versorgt und wie ihr gesehen habt, das Ganze bei norddeutschem Bilderbuchwetter. Moin Nano, ich grüße dich. Moin Harald. Nano, sei so gut und gib uns ein paar Details zu deiner hier installierten Ladeinfrastruktur. Ja, gerne. Wir haben insgesamt 10 Ladesäulen installiert mit einer Peakleistung von 300 Kilowattstunden und jeweils 2 Ladepunkten. Das heißt, wir können 20 E-LKWs gleichzeitig laden und haben zusätzlich noch einen Pufferspeicher installiert mit 1,1 Megawatt, wo wir die Solarenergie, die wir in unseren Solarzellen produzieren, einspeisen können. Insgesamt haben wir bei den Solarzellen 800 Kilowatt Peak, die natürlich bei so einem Wetter ja geringer ausfallen. Dafür kommt dann aber immer noch nachhaltiger Strom aus der Windenergie in die Ladesäulen. Nano, ich hab dich mal sagen hören, dass sich der Kauf einer elektrischen Zugmaschine selbst dann rechnet, wenn der Kauf nicht subventioniert wird. Erklär mir diese Zauberformel. Tatsächlich ist es so, dass die E-LKWs nicht teurer sind als die Diesel-LKWs, was daran liegt, dass die E-LKWs im Nahverkehr günstigere Energiekosten haben und im Fernverkehr von der Mautersparnis profitieren.
Dadurch sind die operativen Kosten niedriger und gleichen entsprechend die höheren Anschaffungskosten wieder aus. Nano, gutes Stichwort Fernverkehr. Wie löst ihr das denn mit dem Laden, wenn ihr unterwegs seid? In Deutschland ist es so, dass es da bereits ein großes Ladenetzwerk gibt, was allerdings für die PKWs gebaut worden ist. Deshalb muss man hier und da natürlich mal auf- und absatteln. Es werden aber gerade überall in Europa neue dezidierte Lkw-Ladeparks gebaut. Dennoch ist es auch schon heute im europäischen Ausland möglich, elektrisch zu fahren.